Schönen guten Tag, mein Name ist Wolf, ich bin Lektor und Textcoach und in diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein Stichwortverzeichnis in Word anlegen kann. Und zwar nicht nur so ein Stichwortverzeichnis, weil das noch relativ einfach und schnell umzusetzen, wie ihr gleich sehen könnt, sondern mehrere von solchen Verzeichnissen. Ja, also angenommen, ihr wollt noch ein Personenverzeichnis zusätzlich anlegen oder ein Ortsverzeichnis, ja, oder beliebig viele Arten von solchen Stichwortverzeichnissen. Und ich zeige euch mal, wie man das hier in Word relativ einfach umsetzen kann und viel Spaß jetzt dabei. So, jetzt sind wir hier mal in einem Word-Dokument, da habe ich schon mal so ein bisschen Blindtext eingefügt und ja, anhand von diesem Blindtext wollen wir uns jetzt mal ein paar Stichwörter festlegen, aus denen wir uns dann unseren ersten Index einfügen. Und bevor ich euch das jetzt alles zeige, noch ein kleiner Tipp ja, für den Anfang. Und zwar gibt es in Word die sogenannten Steuerzeichen, wenn ihr das noch nicht wisst. Ja, das sind so unsichtbare Zeichen, die kann man sich anzeigen lassen. Da zeigt uns dann Word an, dass da irgendwas in der Formatierung gefummelt haben oder auch die Index-Einträge. Und zwar klickt man dann hier im Reiter Start auf diesen kleinen Absatz, auf dieses Absatzzeichen. Und wenn wir das einblenden oder da drauf klicken, dann seht ihr schon, ja, dann werden uns auf einmal hier so ein Haufen Zeichen angezeigt, die werden nicht mitgedruckt. Keine Angst, unter anderem hier so ein Punkt, ja, der steht immer für ein Leerzeichen. Oder halt hier dieses Absatzzeichen, ja, der zeigt uns da mal an, dass da jetzt ein neuer Absatz beginnt. Das sind die Steuerzeichen. Die kann man hier ein- und ausschalten oder auch ganz schnell mit der Tastenkombination Steuerung, Shift und die Plus-Taste. Das nur mal als kleiner Hinweis vorweg, das brauchen wir nämlich gleich. Gut, der erste Schritt, wenn man sich jetzt so einen Index anlegen will, ist, dass man ja Word quasi sagt, ja, was für Einträge sollen jetzt in so einen Index rein oder in das Stichwortverzeichnis. Und dazu markiert man sich hier so ein Wort oder eine Wortgruppe, was auch immer man in den Index haben möchte. Ja, nehmen wir jetzt hier mal einfach dieses Lorem Ipsum. Und wenn wir jetzt hier im Reiter Referenzen auf Eintrag markieren klicken, ja, hier gibt es so eine ganze Reihe oder so ein paar Funktionen, die alle für den Index gebraucht werden. Und wir klicken hier auf Eintrag markieren, dann öffnet sich hier so ein neues Fenster. Das können wir gleich mal auflassen, das brauchen wir jetzt immer mal, um die Einträge festzulegen. Und ihr seht schon, ja, hier, dann taucht hier jetzt automatisch in diesem Feld die Wortgruppe oder das Wort auf, was wir für den Index haben wollen. Und dann kann man hier noch ein paar Optionen festlegen, die brauchen wir jetzt alle nicht. Und wir klicken dann einfach hier auf Markieren und dann legt uns Word den ersten Eintrag für unseren Index fest. Und ihr seht schon, dass Word dann hier automatisch die Steuerzeichen einblendet. Ja, und dann sieht man hier als Steuerzeichen quasi den Index-Eintrag. Wie gesagt, keine Angst, das wird nicht mitgedruckt. Ja, die Steuerzeichen kann man sich dann wieder ausschalten. Aber die lassen wir jetzt einfach mal an, weil Word die jedes Mal, wenn wir jetzt so einen neuen Eintrag festlegen, diese Steuerzeichen von neuem wieder einblendet. So, nehmen wir mal das nächste Wort, ja, was in den Index sein oder auftauchen soll. Beispielsweise dieses Wort hier und dann auch hier das Wort einfach markieren und hier in diesem Fenster, in diesem Index-Eintrag-Fenster auf Markieren klicken und dann fügt uns Word auch hier wieder so ein neues Feld ein. Ja, und das machen wir hier nochmal mit diesem Wort und wir machen das probehalber auch mal mit so einem ganzen Satz oder so einer ganzen oder einem Teilsatz auch. Und wenn wir auf Markieren klicken, dann fügt uns Word dann hier überall diese Einträge ein. Ja, nehmen wir mal noch ein Wort dazu. Und dann haben wir jetzt Word quasi schon gesagt, was alles im Index auftauchen soll. Und das müsst ihr dann einfach mit eurem gesamten Dokument und mit allen Wörtern machen, die in diesem Index auftauchen sollen. So, nächster Schritt ist jetzt natürlich, dass wir uns den Index bzw. das Stichwortverzeichnis einfügen. Und ich mache jetzt hier mal die Steuerzeichen wieder aus. Und hier unten habe ich schon mal eine Überschrift angelegt ja, für unser Stichwortverzeichnis. Und wir setzen den Cursor einfach an die Stelle, an der das Stichwortverzeichnis eingefügt werden soll, gehen dann hier wieder auf Referenzen. Und das können wir jetzt mal zumachen. Und dann hat man hier so einen kleinen Button Index einfügen. Und wenn wir da jetzt draufklicken, öffnet sich hier ein neues Fenster. Und da haben wir jetzt ein paar Optionen zur Auswahl. Wichtig für uns sind folgende Optionen. Einmal hier Spalten. Ja, da kann man angeben, wie viele Spalten dieser Index umfassen soll. Wir machen den zweispaltig. Ja, das sieht aus meiner Sicht am besten aus. Und dann gibt es hier noch eine Option, die heißt Seitenzahlen rechtsbündig. Und hier hat man so eine kleine Voransicht schon mal, wie der Index dann aussehen wird. Und ihr seht, dass die Seitenzahlen hier direkt auf das Wort dann folgen würden.
Und wenn wir jetzt hier diese Option aktivieren, dann werden die Seitenzahlen automatisch am Rand sozusagen eingefügt und dazwischen sind dann diese Füllzeichen. Ja, und die Füllzeichen kann man sich ja auch aussuchen, wie die aussehen sollen, beispielsweise Striche. Ich schlage euch vor, ihr nehmt einfach Punkte, könnt es auch ganz weglassen. Ja, am besten sieht es aber aus und am sinnvollsten für den Leser ist es auch, wenn das hier so eine Punkte sind. Und ja, ich empfehle euch, dass ihr das einheitlich zu eurem Inhaltsverzeichnis formatiert. Ja, wahrscheinlich, wenn ihr ein Inhaltsverzeichnis habt, dann werden das wahrscheinlich dann auch hier diese Punkte als Füllzeichen sein und die Seitenzahlen werden da rechtsbündig angezeigt. So, wenn wir jetzt OK klicken, dann fügt uns Word hier unseren Index ein und den schauen wir uns erstmal genauer an. Wenn wir uns den genauer anschauen hier, dann seht ihr, der ist hier, also die Schrift ist hier in diesem Fall in Times New Roman und Schriftgröße 12 angegeben bzw. formatiert. Ja, finde ich voll okay für so einen Index, je nachdem natürlich, was ihr für eine Schriftart in eurem Dokument verwendet. Ja, wenn der Haupttext, ja, so wie hier auch in Times New Roman 12 ist, dann würde ich den Index genauso formatieren. Und wenn wir hier auf die Absatzeinstellungen gehen, dann sieht man auch, was da hier für ein Zeilenabstand verwendet wird. Ich benutze hier einen Zeilenabstand mehrfach von 1,2. Ja, das ist so ein typischer Zeilenabstand für Texte, der jetzt keinen 1,5-fachen Zeilenabstand hat. Für so einen Index oder auch für ein Inhaltsverzeichnis absolut okay. Könnte aber auch ein einfacher Zeilenabstand sein. So einen großen Unterschied macht das auch nicht. Für diesen Index gibt es natürlich auch Formatvorlagen. Ja, und wer sich jetzt noch nicht so richtig mit Formatvorlagen auskennt, der schaut mal hier bei uns auf dem Channel. Da gibt es auch ein ausführliches Video zu Formatvorlagen. Naja, da erkläre ich euch, wie Formatvorlagen funktionieren und im Schnelldurchlauf zeige ich euch das jetzt mal hier an dieser Stelle. Man kann sich hier über diesen kleinen Button oben im Reiter Start die Liste der vorhandenen Formatvorlagen in Word einblenden lassen und für den Index gibt es halt schon eine Reihe an vorgefertigten Formatvorlagen oder vorgegebenen Formatvorlagen von Word. Ja, die heißen Index 1 bis 9. Warum Index 1 bis 9? Ganz einfach, weil man den Index auch ja, mit mehreren Ebenen anlegen kann, wenn man möchte. Das würde ich jetzt zu weit führen, das zeige ich euch jetzt nicht. Aber im Prinzip kann man einen Index auch so anlegen, ja, dass dann hier quasi ja, eine Kategorienüberschrift steht und dann kann man hier darunter so einen Haufen Einträge einfügen lassen, ja, die dann zu dieser Kategorie gehören. Ja, es wird dann alles ein bisschen unübersichtlich und das ist mehr so eine Sache, ja, wenn ihr jetzt ein Dokument von 1000 Seiten oder so habt und im Leser da irgendwie noch ein bisschen Orientierung bieten wollt, zusätzliche Orientierung, dann könnte man das machen. Ansonsten für uns ist jetzt nur relevant hier diese Formatvorlage Index 1. Also wenn man rechts auf diese Formatvorlage klickt und hier auf Ändern geht, dann kann man sich im Prinzip ja die Schriftart für den Index aussuchen. Ja, könnten wir den jetzt auch in Schriftgröße 14 formatieren und man sagt hier auch, ja, dass der Index linksbündig formatiert werden soll oder wie auch immer. Ja, ich empfehle euch, wie gesagt, Times New Roman 12, wenn euer Haupttext auch in Times New Roman und 12 ist. So, und hier seht ihr schon, hier haben wir so einen kleinen, hier haben wir so einen Einzug, ja, hier drunter, also dieser Eintrag, der jetzt hier über mehrere Zeilen geht, der hängt hier so ein kleines bisschen und es liegt einfach daran, dass hier so ein Einzug gesetzt wird. Und auch zu den Einzügen und Tab-Stops, ja, das ist auch nochmal so ein ganzes Thema für sich, empfehle ich euch, wenn ihr euch damit noch nicht so richtig auskennt, schaut mal hier auf den Channel, ja, ich verlinke euch das auch hier in der Videobeschreibung, da haben wir auch ein Video dazu, wo ich ausführlich erkläre, wie Einzüge und Tab-Stops funktionieren, eine ganz wichtige Grundlage von Word, dass man die einigermaßen versteht. Und hier diese zweite Zeile ist ein sogenannter hängender Einzug. Ja, und ihr seht schon, wenn ich hier in dem Lineal hier oben das so hin und her ziehe, dann kann ich den hängenden Einzug quasi bestimmen. Aber ich finde, bei diesem Index hier sieht es besser aus, wenn da gar kein Einzug ist. Ja, das heißt, den brauchen wir hier einfach nicht. Den stelle ich hier jetzt einfach aus. Und das Ganze aktualisiere ich dann auch in der Formatvorlage. Und dazu klicke ich rechts auf die Formatvorlage und wähle dann diesen Eintrag oder diesen Menüpunkt hier, Index 1 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und dann wird das komplett in dieser Formatvorlage für den Index so übernommen. Kleines Problemchen noch hier, ich habe extra so einen längeren Satz als Index-Eintrag genommen. Und ihr seht schon, ja, das sieht hier ein bisschen komisch aus, weil dieses Wort quasi sehr weit über den Rand ja, hinausragt und mitten in die Seitenzahlen hineinragt. Ja, und das ist ein kleiner Bug eigentlich von Word. Ja. Was heißt ein Bug? Wahrscheinlich für die Word-Entwickler ein Feature. Aber irgendwie funktioniert das oder ist es schon immer so, dieses Problem. Und das kann man im Prinzip nur lösen, indem man den Cursor dann an diese Stelle hier setzt, ja, von dem Wort, von dem man möchte, dass das auf die nächste Zeile rutscht.
Und dann fügt man einen sogenannten weichen Zeilenumbruch ein. Und wenn ihr nicht so richtig wisst, ja, wie ein weicher Zeilenumbruch funktioniert oder was das genau ist, auch dazu gibt es ein Video hier auf dem Channel, ja, zu Umbrüchen in Word. Und ja, ganz kurz gesagt, man drückt dann hier einfach die Taste Shift und Enter und dann wird dieses Wort automatisch auf die nächste Zeile gerückt. Also nicht einfach Enter drücken, sondern Shift und Enter und dann hat man diesen Eintrag hier viel besser aufgeteilt, als das Word ja so automatisch macht. So, das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, wenn wir unseren Index jetzt aktualisieren, ja, indem wir hier rechts draufklicken und auf Felder aktualisieren gehen, dann wird uns diese Änderung hier wieder rückgängig gemacht von Word. Also müsste man das dann ja ganz kurz oder ganz zum Schluss, bevor man sich eine PDF-Datei erstellt oder bevor man seine Arbeit druckt oder wie auch immer, geht man dann halt nochmal über dieses Stichwortverzeichnis drüber und ja, sorgt dann dafür, dass so eine überlangen Einträge entfernt werden. So, Freunde, jetzt zeige ich euch, wie man sich hier noch so ein zweites Stichwortverzeichnis einfügen kann. Ja? Und zwar kein normales Stichwortverzeichnis, sondern beispielsweise ein Personenverzeichnis, ja, oder ihr wollt noch ein Ortsverzeichnis oder so einfügen, zusätzlich zu dem Stichwortverzeichnis, das ihr hier schon eingefügt habt. Ja? Und angenommen, ja, wir haben dann hier noch ich habe hier schon mal noch eine Überschrift angelegt, ja, für das Personenverzeichnis. Das soll dann hier unten auftauchen. Und der erste Schritt, um sich so ein zweites Verzeichnis einfügen zu können, ist es, erstmal wieder die Einträge natürlich festzulegen, ja, die in diesem Verzeichnis auftauchen sollen. Und dazu gehen wir hier wieder ganz genauso vor, wie ich euch das eben schon gezeigt hatte für das erste Verzeichnis. Das heißt, wir markieren uns hier im Text einfach irgendein Wort, das in diesem zweiten Verzeichnis auftauchen soll, und klicken hier wieder auf Eintrag markieren. Ja. Und wenn wir diesen Eintrag jetzt markieren, dann fügt uns Word hier natürlich wieder dieses Feld ein. Nochmal als Hinweis, das wird nicht mitgedruckt. Ja. Wenn man hier die Steuerzeichen ausschaltet, wird das auch wieder ausgeblendet. Ja, das ist einfach nur dazu da, dass wir wissen, dass hier sozusagen wieder so ein Eintrag festgelegt wurde. So, jetzt müssen wir Word natürlich sagen, dass dieser Eintrag hier nicht in dem ersten Index bzw. Verzeichnis auftauchen soll, das wir zuerst eingefügt hatten, sondern in dem zweiten Index. Und dazu setzen wir den Cursor hier an die Stelle in dieser Feldfunktion quasi vor diese Klammer, also vor diese schließende Klammer, und fügen als erstes einen Backslash ein und ein F. Let me spell it for you. F is... Fuck you. Ja, also ein sogenannter Schalter ist das. Und dann geben wir den Namen an, sozusagen, von dem zweiten Verzeichnis. Einen Namen können wir ganz frei wählen. Und diesen Namen setzen wir hier in Anführungszeichen. Und zwar nicht in solche typografischen Anführungszeichen, sondern in so eine Zollzeichen. Ja? Mit der Taste Shift und 2 wird normalerweise so ein Zollzeichen eingefügt, aber Word ersetzt das dann hier mal automatisch, ja, mit so einem typografischen Anführungszeichen. Und deswegen drücke ich jetzt einfach Steuerung und Z, damit diese automatische Ersetzung von Word rückgängig gemacht wird. Und dann haben wir hier auch so ein richtiges Zollzeichen. So, und das zweite Verzeichnis nennen wir einfach Person, meinetwegen, ja, also Person für Personenverzeichnis. Und das schließe ich dann wieder mit so einem Zollzeichen. Wie gesagt, wenn euch Word dieses Zollzeichen automatisch durch so ein korrektes Anführungszeichen ersetzt, dann drücke ich hier einfach Steuerung Z, um das Ganze rückgängig zu machen. Also so muss das dann aussehen. Wir haben dann hier hinter unserem Eintrag Backslash F und den Namen des zweiten Verzeichnisses, den man frei wählen kann. So, das macht man jetzt so mit allen Einträgen, die in das zweite Verzeichnis sollen. Also ich markiere hier wieder meinen Eintrag, gehe hier auf Markieren und muss dann leider ja bei jedem von diesen Einträgen dann hier wieder Steuerung Backslash F Person hinterschreiben. Und am schnellsten geht das, wenn man sich mal hier dann diesen Schalter einfach kopiert, ja, mit also markieren, Steuerung C für kopieren und dann an dieser Stelle wieder einfügt. Und so muss man das dann, wie gesagt, mit allen Einträgen machen, die man in seinem zweiten Verzeichnis haben will. Ist ein bisschen umständlich, aber ja, ich sag mal, wer schön sein will, ja, oder wer ein schönes Dokument und schöne Verzeichnisse haben will, der muss dann halt auch leiden in diesem Zusammenhang. Und jetzt haben wir uns hier drei Einträge festgelegt und dann komme ich jetzt mal zum nächsten Schritt. So, der nächste Schritt ist natürlich, dass wir uns jetzt hier das Personenverzeichnis einfügen wieder. Und dazu gehe ich jetzt hier wieder, setze ich den Cursor wieder an die Stelle, gehe hier im Reiter Referenzen auf Index einfügen und dann öffnet sich hier wieder dieses Fenster, ja, das ihr jetzt schon kennt. Ja, und dann sage ich hier wieder oder belasse das hier bei den zwei Spalten, die angezeigt werden sollen,
und wähle hier wieder, dass die Seitenzahlen angezeigt werden. So, wenn ich jetzt OK klicke, dann fragt mich Word erstmal, ob der Index, den ich vorher eingefügt hatte, ersetzt werden soll. Und ich sage hier aber nein, ja, ich möchte ja, dass noch ein Index eingefügt werden soll. Und ich mache hier mal die unsichtbaren Steuerzeichen wieder aus, damit es nicht ganz so durcheinander aussieht. Und ihr seht schon, dass uns Word hier jetzt erstmal ganz genau in dasselbe Verzeichnis eingefügt hat wie hier oben. Und wir wollen jetzt aber dieses Verzeichnis umwandeln in ein Personenverzeichnis, beziehungsweise ein Verzeichnis, ja, das die Einträge aufführt, die wir uns eben festgelegt hatten als Person. Und das funktioniert wie folgt. Wir drücken jetzt Alt und F9. Also wir setzen den Cursor auf das Verzeichnis und drücken Alt und F9. Ja, dann verschwindet das Verzeichnis plötzlich und uns wird hier diese reine sogenannte Feldfunktion in Word angezeigt. Ja, das ist so ein interner Befehl quasi für Word, der hier einfach zeigt oder anzeigt oder Word sagt, dass genau an der Stelle ein Index mit diesen Parametern eingefügt werden soll. Und das hier müssen wir jetzt genauso erweitern, wie wir das oben mit den Einträgen gemacht haben. Also wir setzen den Cursor jetzt wieder hier vor diese schließende Klammer und geben ein Backslash F und Person oder wie auch immer wir das Verzeichnis genannt hatten. Ja, ich habe das jetzt hier noch in der Zwischenablage, also füge ich mir das jetzt hier einfach so ein. Und wenn ich jetzt wieder Alt F9 drücke, um mir alles anzeigen zu lassen, seht ihr, da hat sich hier jetzt noch nichts geändert. Aber wenn ich jetzt hier auf Felder aktualisieren gehe, dann wird mir hier jetzt tatsächlich mein Verzeichnis so aktualisiert, dass da auch die Einträge angezeigt werden, ja, die ich eben für das Personenverzeichnis gewählt habe. Also ihr seht, jetzt haben wir hier schön zwei verschiedene Verzeichnisse in unserem Dokument, ein Personenverzeichnis, einen normalen Index bzw. ein normales Stichwortverzeichnis. Und genauso auf diese Art und Weise könnt ihr euch jetzt beliebig viele Verzeichnisse anzeigen, also mit diesem Schalter Backslash F und dann in Anführungszeichen Person oder wenn ihr jetzt noch ein Ortsverzeichnis einfügen wollt, dann nennt ihr das einfach Ort oder wie auch immer. So Leute, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für euch, ja, mit diesem Index. Ich sag mal, so ein Index braucht jetzt nicht jeder. Ja, ein Index lohnt sich wirklich nur in sehr, sehr umfangreichen Arbeiten. Für einen Leser meine ich jetzt, wenn die Arbeit wirklich sehr umfangreich ist und Arbeiten, die mehr so einen, ja, mehr oder weniger lexikalischen Charakter haben, da lohnt sich das auf jeden Fall, so einen Index anzulegen. Und zieht aber natürlich sehr viel Arbeit mit sich. Und noch viel mehr Arbeit habt ihr jetzt gesehen mit so einem zweiten Index oder wenn man hier noch ein zweites Verzeichnis einfügen möchte. Und wenn ihr Fragen dazu habt, ja, wenn irgendwas bei euch nicht so richtig funktioniert, wie das funktionieren sollte, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ansonsten schaut mal nach auf unserem YouTube-Channel. Da gibt es noch sehr viel mehr Tutorials rund um Word. Und wir sehen uns im nächsten Video, euer Wolf.